Ja. Ich war jetzt 4 Tage mit Weltuntergangsforschern unterwegs. Also nicht unterwegs, wir waren nicht unterwegs, wir waren an einem Platz. 4 Tage Weltuntergänge. Oh, Mann, oh Mann, oh Mann. Und bei dieser Tagung wurde dann eine Weltuntergangsskala, also die Skala gibt es ja in Mailand, da hat man, von Weltuntergang ist ja von was ganz anderem die Rede, von Tragödien, da wird gesungen und parliert und so weiter. Und dann gibt es aber eben auch die Skala, das ist dann so eine Einordnung, welcher Weltuntergang ist denn am wahrscheinlichsten, so wie bei Erdbeben, gibt ja die nach oben offene, wie heißt die nach oben offene? Richterskala. Richter, genau. Die nach oben offene Richterskala. Das ist auch ein schöner Ausdruck. Aber bei den Weltuntergängen gibt es natürlich auch eine nach oben offene Skala. Wobei ich es erstmal schön finde, hier ins Studio zu kommen. Nach so einer Weltuntergangsgeschichte bedeutet, hier trifft man erstmal auf 100% Wahrscheinlichkeit. Nämlich darauf, dass der Stuhl garantiert nicht da ist, wo er hingehört. Nämlich da, sondern er steht irgendwo rum. Das ist eine 100% Wahrscheinlichkeit. Das wäre also in der Skala ganz, ganz oben. Also was passiert denn garantiert? Garantiert. Naja, garantiert ist es natürlich so, dass die Welt erstmal gar nicht untergeht. Das würde ich erstmal auf den ersten Blick so sagen. Denn im Grunde genommen, was heißt schon Weltuntergang? Von welcher Welt ist denn da die Rede? Von Ihrer Welt? Von meiner Welt? Von deiner Welt? Ja. Womöglich von unserer Welt? Also ich habe mir jetzt gedacht, ich erzähle das mal so ein bisschen, was dann wissenschaftlich darüber ausgesagt werden kann, wie wahrscheinlich es ist, dass die Welt auf eine bestimmte Art und Weise untergeht. Also so ein Potpourri. Da-da-da-da. Ich zeige Ihnen die schönsten oder unwahrscheinlichsten oder wahrscheinlichsten Weltuntergänge. Meine Damen und Herren, eine der schönsten Weltuntergänge wäre natürlich, wenn eines Tages die Welt überhaupt nicht mehr da wäre. Also man wacht morgens auch nicht auf. Man könnte ja nicht sagen, man wacht morgens auf und die Welt ist nicht mehr da, denn man gehört ja zur Welt und dann wäre die Welt einfach vollkommen weg, also total weg. Das heißt, man würde es auch noch gar nicht mitkriegen. Man könnte noch nicht mal eine Wahrscheinlichkeit dafür ausrechnen, dass die Welt eben untergegangen ist. Oder man könnte auch keine angeben, man kann überhaupt nichts mehr machen, weil es gibt nichts mehr, gar nichts. Also kein Bild, kein Ton, kein Nix. Keine Kamera, nix, gar nix. Kein Kaffee. Muss ich doch mal hingehen, um mich wieder zu beruhigen. Koffein soll ja gut sein. Zur Beruhigung teilweise. Also das Gehirn freut sich über das Koffein. Also das hat die Wahrscheinlichkeit null, dass eines Tages die Welt total weg ist. Total, also alles weg ist. Das kann ich gut sagen, weil wenn sie eines Tages total weg wäre, können Sie hinterher nicht sagen, der hat ja gelogen, weil es gibt uns ja nicht mehr. Okay, dann, was haben wir denn noch? Materie. Es gibt ja in der Welt Materie. Aus was besteht die Materie? Reden wir nicht über die dunkle Materie, von der wissen wir noch nicht, aus was sie besteht. Wir wissen nur, aus dem die leuchtende Materie besteht, aus dem besteht die dunkle Materie nicht. Also es ist eine Negativdefinition. Die dunkle Materie ist nur schwer und sonst nichts. Die leuchtende Materie, also so ein Zeug wie Sie und ich, jawohl, sie leuchten auch nachts, das besteht ja aus Protonen und Neutronen im Atomkern. Umkreist, umgeben werden die Atomkerne von den negativen Elektronen. Das ist Materie, die mit Strahlung wechselwirkt. Das heißt, sie absorbiert Strahlung, verschluckt Strahlung oder sie emittiert Strahlung. Das heißt, sie gibt welche ab. Fein. Jetzt gibt es Theorien, und zwar aus der ganz großen Klasse der Supertheorien, nämlich der Theorien, die möchte, dass alle 4 Kräfte vereinigt sind. 4 Kräfte, elektromagnetische Kraft. Das ist die Kraft, die man spürt, wenn man einen Schraubenzieher in die Steckdose steckt. Die Schwerkraft, das ist die Kraft, die wir immer spüren, wenn wir in der Nähe von schweren Körpern sind. Oder wenn man mal einen getrunken hat und morgens nicht richtig aus dem Bett rauskommt. Dann haben wir die schwache Kernkraft. Das ist diejenige, die dafür sorgt, dass im Atomkern auch mal ein Teilchen zerfallen kann. Und dann gibt es die starke Kernkraft. Das ist die Kraft, die dafür sorgt, dass die Atomkerne auch zusammenhalten. Obwohl ja da gleichnamige Ladungen drin sind, die eigentlich dazu führen sollten, dass die Kerne wieder auseinanderreißen. Aber selbst diese Stabilität der Materie wird ja durch die Kräfte verursacht. Fein. Das heißt, wenn jetzt die Materie zerfallen soll, dann muss das ganz am Anfang, muss es eine Urkraft geben, die dafür sorgt, dass zum Beispiel so ein Teilchen wie das Proton, sehen Sie es hier, das Proton, da, eine rot-gelbe Kugel, das Proton zerfällt. Und alle Versuche herauszufinden, ob denn das Proton nun langfristig zerfällt, und langfristig bedeutet hier wirklich langfristig, also 10 hoch 33 Jahre, das ist richtig lang, wenn man bedenkt, dass das Universum nur 13 Milliarden Jahre alt ist, also 1,3 mal 10 hoch 11. Also Sie sehen, da sind noch 22 Größenordnungen, da geht noch was. Also 10 hoch 33 Jahre ist ziemlich lang, das heißt, man braucht einen riesengroßen Tank, um herauszufinden, ob die Materie zerfällt.
Resultat bis heute, Materie zerfällt nicht, tut sie nicht. Also auch dafür gibt es eine relativ geringe Wahrscheinlichkeit, dass auf diese Art und Weise die Welt unterginge, dass auf einmal die Materie zerfiele, also der Stuhl zerfiele, ich zerfiele, der Benny zerfiele, die Kamera zerfiele, das Studio zerfiele, das ZDF zerfiele und was da blablabla. Gut, damit haben wir das schon mal hinter uns. Nächster Punkt wäre natürlich, es könnte aber doch sein, dass wenn die Materie sich zu Objekten zusammengeballt hat, von denen man ja sonst nichts weiter weiß, außer dass sie schwarz sind. Sie wissen schon, ne, ist klar, worauf es jetzt hinausläuft. Hm? Schwarz? Schwarz. Schwarzes Loch. Brauchen wir nicht mehr drüber sprechen, ne? Schwarze Löcher, wissen Sie Bescheid, ich weiß Bescheid. Jetzt ist das Sonnensystem, nehmen wir mal das als unsere Welt an, jetzt schon 4,567 Milliarden Jahre alt. Das heißt, innerhalb der letzten 4,567 Milliarden Jahre ist offenbar kein schwarzes Loch in unserer Nähe gewesen. Es gibt ja schwarze Löcher, das weiß man. Und zwar viele. Also in der Milchstraße vermutlich Tausende, zigtausende. Es gibt ein großes schwarzes Loch im Zentrum unserer Milchstraße. Und was für eins? 3 Millionen Sonnenmassen. Aber das Ding ist 27.000 Lichtjahre von uns entfernt. Aber könnte uns denn vielleicht nur ein schwarzes Loch nicht näher kommen? Also könnte vielleicht sogar eines durch die nicht durch die Milchstraße, sondern durch das Sonnensystem fliegen? Oder, Frage, könnte denn die Sonne zum schwarzen Loch werden und dann eines Tages alles in sich zusammen und so weiter und so weiter? Nein. Nein, brauchen wir uns keine Gedanken zu machen. Schwarze Löcher, also stellare schwarze Löcher, sind das Endprodukt eines großen Sterns, 25 Sonnenmassen. Und solche großen Sterne, die leben nur kurz wenige Millionen Jahre. Und wir können in unserer Umgebung gucken, gibt es hier irgendwo einen Stern, der zum schwarzen Loch werden könnte? Da. Nein. Ist eigentlich nicht ganz schön. Wahrscheinlichkeit scheint ja dann eher null zu sein, also dass eins durch unser Sonnensystem fliegt. Aber es könnte ja sein, dass es schwarze Löcher gibt, die irgendwo ganz anders entstanden sind. In der Milchstraße und seitdem quasi wie so Einzelgänger, so einsame Wölfe durch die Milchstraße ziehen. Solche gibt es. Also, es sieht danach aus, als wenn es sie gibt. Damit bedeutet das, dass die Wahrscheinlichkeit für einen möglichen Weltuntergang, dass ein schwarzes Loch unser Sonnensystem durchstreifen könnte, zumindest nicht null ist, sondern sie ist nicht groß angesichts der Riesen, des riesigen Volumens, denn ein schwarzes Loch wirkt ja nur direkt in der Nähe. Also von sich. Also nur da, also wenn Sie jetzt mal denken, die Sonne hat heute 700.000 Kilometer, die müsste auf 3 Kilometer zusammenschrumpfen und die wird ja nie ein schwarzes Loch. Warum nicht? Na? Ja, genau. Habe ich nie aufgepasst. Hast du nie aufgepasst? Weil nur große Sterne, die 25 mal so schwer sind wie die Sonne, schwarze Löcher werden. Die Sonne ist naturgemäß nicht so schwer. Sie ist ja nicht 25 mal schwerer als sie selbst. Sie ist ja nur mit einer Sonnenmasse. Das heißt, sie wird nicht zum schwarzen Loch. Und was wollte ich denn sagen? Genau, wo wollte ich denn hin? Also das wird nicht passieren, aber nur zum, damit Sie eine Ahnung haben. Also wenn die Sonne auf 3 Kilometer zusammen schrumpfte, dann würde natürlich die Schwerkraft dieses 3-Kilometer-Brockens genauso groß sein wie der von einer Sonnenmasse. Das heißt, die Planeten blieben alle auf der gleichen Bahn, aber würden natürlich alle erfrieren, weil ein schwarzes Loch zeichnet sich dadurch aus, dass es nicht strahlt. Das ist ja schwarz. Also, es könnte durchaus sein, dass eines Tages mal irgendwann ein schwarzes Loch aus irgendeinem Teil der Milchstraße durch unser Sonnensystem fliegt, aber es ist sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Kommen wir näher ran. Könnte es vielleicht sein, dass eines Tages mal ein anderer Stern am Sonnensystem vorbei flöge und damit die Stabilität der Planetenbahn gefährdete? Gucken wir uns um. Da. Ja, wo sind wir denn? Wir sind in der Milchstraße. Was ist in der Milchstraße los? Wie ist die mittlere Dichte in der Milchstraße? Also die mittlere Abstand von Sternen in der Milchstraße? Naja, da kann schon was passieren. Also wenn du hier zu nah am galaktischen Zentrum bist, dann kann es passieren, dass schon mal so ein Stern nur ein halbes oder vielleicht auch nur ein Zehntel Lichtjahr an dir vorbeifliegt. Und dann hast du Probleme als Stern mit deinem Planeten. Dann werden die instabil. Aber bei uns, da wo wir sind, wir natürlich wieder. Benni, du wirst es nicht glauben, wir sind in einer der langweiligsten Teilen der Milchstraßen. Der Abstand zum nächsten Stern sind ja 4 Lichtjahre und bis bei uns mal einer vorbeikommt, das kann man vergessen. Ja, wirklich. Das kann man vergessen. Also die Sterndichte bei uns ist so niedrig, dass also bei uns nie was passiert. Also da, es kann mal, ja, also es kann mal, aber die Wahrscheinlichkeit mag höher sein, als dass uns ein schwarzes Loch durchkreuzt, aber es ist im Grunde genommen immer noch im Bereich, kannst du eigentlich vergessen. Ja? Schön, das ist doch schön. Aber was natürlich passieren kann, ist, wenn mal so ein Apparat, sagen wir mal, einen Lichtjahr oder zwei bei uns vorbei flöge, er muss schon näher vorbeifliegen, damit er die Planeten aus seinen Bahnen nicht rauswirft, aber die Bahnen der Planeten stört. Aber in 1-2 Lichtjahren Entfernung, da würde er zwar die Planetenbahn nicht stören, aber er würde die sogenannte Oortsche Wolke stören. Oortsche Wolke stören. Und diese Oortsche Wolke, das sind ja Gesteinstrümmer.
Und wenn dann so eine Masse von einem Stern vorbeiflöge, dann würden natürlich viele dieser Gesteinstrümmer aus ihren Bahnen geschleudert und würden dann langsam ins Innere des Sonnensystems eindringen. Und dann kommen wir natürlich an die wahrscheinlicheren Weltuntergangsszenarien. Nämlich, ne? Meteoriteneinschlag. Genau. Der Mann denkt ja mit. Ist ja die Sendung, wo der kam. Ja, doch. Mhm. Ja. Also Meteoriten, Asteroiden, große Brocken, die von außen ins Sonnensystem eindringen und dann auch schon mal einen treffen. Ich meine, wir haben ja sowieso viel davon, dass die Urerde von solchen Brocken getroffen worden ist. Die haben erst das Wasser auf die Erde gebracht. Aber wenn dann das Leben mal entstanden ist, vor allen Dingen, wenn es anfängt, zum Beispiel Fernsehen zu produzieren, dann möchte es ja nicht mehr durch Asteroiden gestört werden. Stellen Sie sich mal vor, es würde jetzt hier zu so einem Einschlag kommen. Dann wäre das Programm zu Ende. Ja, wollen Sie das? Natürlich wollen Sie das nicht. Also es wird jetzt nicht die Welt untergehen, aber wenn ein großer Einschlag käme, also ein richtig dicker Brocken wie damals vor 65 Millionen Jahren, das wäre natürlich auch das Ende des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, möglicherweise. Denn wenn so ein Apparat einschlägt, dann bricht auf einem Planeten wie der Erde die gesamte Kommunikation zusammen. Warum? Naja, weil so ein Apparat natürlich, also nicht der Fernsehapparat, nein, Entschuldigung, das sind jetzt die Assoziationsketten bei mir, sondern wenn so ein Eindringling hier in die Erde einschlüge, dann würde natürlich sehr viel Material in die Atmosphäre geschleudert und damit wäre die gesamte Geschichte sozusagen, das globale WLAN-Netz würde zusammenbrechen. Kein GPS mehr, kein Fernsehen mehr, kein Telefon mehr, nichts mehr. Man wäre auf sich selber angewiesen und auf seine direkte Umwelt. Es würde sehr kalt werden, es wäre eine Katastrophe. Und das ist durchaus nicht unwahrscheinlich. Vor 65 Millionen Jahren hat es geknallt, da ist es auch schon mal passiert. Es ist auch vor 35, 36 Millionen Jahren schon mal passiert, nur hat es keiner richtig mitgekriegt. Gut, die Dinosaurier waren schon ausgestorben. Aber in Sibirien ist so ein Apparat eingeschlagen, der war so 8, 9 Kilometer groß. Aber offenbar waren die globalen Störungen nicht so besonders dramatisch. Also sowas kann immer mal wieder passieren. Wahrscheinlichkeit ist durchaus nicht gering, aber immerhin noch so, dass es nur einige, ja, oder alle 100 Millionen Jahre passieren. Das können Sie sich ausrechnen, 65 Millionen Jahre, 100 Millionen Jahre bleiben, 35 Millionen Jahre. Oder wenn wir den letzten großen Einschlag nehmen vor 36 Millionen Jahren, ja, also 100 Millionen minus 36 ist 64 Millionen Jahre, da haben wir noch was vor uns. Denn die großen Brocken, das ist ja das Schöne, vor denen kann man sich ja schützen, denn die kann man auch früh genug entdecken, damit kann man auch was machen, die irgendwie davon abzuhalten, bei uns einzuschlagen. Und wenn es mit Bruce Willis ist. Also das ist schon nicht so ganz unwahrscheinlich, aber auch nicht wirklich schlimm. Na gut, jetzt wird es natürlich, dann kommen wir langsam zu uns selber. Planetensystem ist ziemlich stabil, das wissen wir, okay. Was könnte auf unserem Planeten passieren? So eine Zivilisation wie wir könnten uns natürlich ausrotten durch einen Atomkrieg, durch irgendwelche Seuchen, die wir selber verursacht haben, oder die Natur produziert irgendwelche Viren oder Bakterien, die uns killen. Das wäre natürlich für uns dann auch der Weltuntergang. Das wäre auch nicht schön. Überhaupt die Verseuchung der Umwelt könnte eine Katastrophe werden. Überhaupt die ganze Auseinandersetzung, wie wir unseren Planeten behandeln, könnte langfristig, Sie merken schon, wie ich mich echauffiere, langfristig zu einem Weltuntergang führen, weil nämlich dann die verwundbare Zivilisation, die verwundbare globalisierte Zivilisation zwangsläufig die Fundamente ihres eigenen Daseins derartig beschädigt hat, dass am Ende nichts mehr übrig bleibt. Das könnte natürlich sein. Die Wahrscheinlichkeit dafür wage ich nicht wirklich zu benennen, aber ich würde sie als deutlich höher ansehen als der Einschlag eines Asteroiden oder irgendwelcher kosmischen Einflüsse. Also wir haben es in der Hand. Ob aus diesem Planeten irgendwie eine heiße Hölle wird oder ob es weiterhin dieser wunderschöne, funkelnde, blaue Diamant bleibt, den die Astronauten zum Beispiel auf ihrer Reise zum Mond beobachtet haben, zum ersten Mal fotografiert haben und so beeindruckt waren, dass sie minutenlang gar nichts mehr gesagt haben. Wie die Apollo 8-Astronauten 1968. Ja, die Amerikaner waren auf dem Mond. Das muss jetzt noch mal gesagt werden. Also wir könnten durchaus unseren eigenen Weltuntergang verursachen. Auf der Erde gibt es allerdings immer auch noch die Möglichkeit, dass mal ein Supervulkan ausbricht. Vor 72.000 Jahren, denken Sie nur an den Toba, der ist da explodiert. Das kann immer mal wieder passieren. Obwohl momentan scheint auch alles eher ruhig zu sein. Wenn es zu Vulkanausbrüchen kommt, dann sind es eher die kleinen Ausbrüche. So, wobei zum Beispiel ein, sagen wir mal, also für mich partieller Weltuntergang passieren könnte, wenn der Vesuv ausbricht. Waren Sie schon mal am Golf von Neapel? Es ist zum Niederknien. Leise niederknien und dem Herrgott laut Danke sagen. Es ist einer der schönsten Plätze der Welt, von Sorrent aus auf den Golf von Neapel zu blicken. Es ist, also, aber naja, da wird also zum Beispiel durchaus immer wieder spekuliert, der müsste eigentlich bald mal wieder ausbrechen, tut er aber nicht. Ja, und was haben wir denn auf der ganz hohen Skala? Was wird denn garantiert passieren? Und damit müssen wir natürlich aufhören dann.
Als Astronom weiß man, die Sonne wird sich zum roten Riesen entwickeln. Das ist jetzt keine politische Äußerung, das ist ein Entwicklungsstadium eines sonnenähnlichen Sterns. Wenn der im Innern seines Zentrums Wasserstoff zu Helium verbrannt hat, dann wird das irgendwann mal zu Ende sein. Und dann wird der kollabieren, dieser Kern des Sterns. Um ihn herum wird das Gas aufgeheizt, es wird zu einer Schale kommen, in dem Wasserstoff zu Helium verbrannt wird. Und dann, ja, dann breitet sich dieser Stern aus ins Universum, breitet sich aus, nimmt überhaupt keine Rücksicht mehr auf seine Planeten um ihn herum und wird dann alles verbrennen. Das sind noch 4,5 Milliarden Jahre bis dahin, aber das wird mit Sicherheit passieren. Und zwar mit der gleichen Sicherheit, mit der dieser Stuhl immer an irgendeiner anderen Stelle am Anfang der Sendung auftaucht. Also insofern, der rote Riese, das wird das Ende der Welt sein. Und wir müssen bis dahin irgendwie von hier wegkommen. Und ich hoffe nur, dass man dieses kleine Studio und alle Leute, die an dieser Sendung beteiligt sind, dann mitnehmen. Dann können wir nämlich auf einem anderen Planeten wieder mit Lesch Kosmos einfach weitermachen. Das wäre doch schön.